Sechs Designer, genau. Sechs Designer haben wir hinter uns, sozusagen Halbzeit. Zeit für ein weiteres Zwischenfazit. Claudius, du bist Fotograf und du kennst dich in der Modebranche nun wirklich gut aus. Du hast schon viele, viele Fotostrecken fotografiert. Was ist dein erster Eindruck, beziehungsweise der Eindruck der ersten sechs Designer? Ja, also wie meine Vorredner ja auch schon gesagt haben, ich bin also erster Stelle total begeistert, dass diese Professionalität und diese Vielfalt. Und ich meine, wie einige von uns waren wir jetzt auf der Fashion Week wieder. Und da ist kein großer Unterschied mehr festzustellen, also wenn überhaupt. Und ich denke, also kreativ, vielfältig und auch geografisch ist einiges rausgeholt. Du bist ja auch derjenige, der nachher die Siegerkollektion fotografieren wird. Du wirst eine komplette Fotostrecke machen. Wie wird das Ganze aussehen? Hast du da schon Ideen im Kopf, wie das Ganze nachher umgesetzt werden könnte? Also es gibt natürlich schon verschiedene Ideen, aber entsprechend wer gewinnt, was wir ja dann hinterher feststellen werden, wird dann natürlich entsprechend auch abgesprochen und passend zur Kollektion natürlich ein entsprechendes Shooting gemacht. Das wäre ja blöd, jetzt schon genau festzulegen, wie wir es machen und hinterher passt es nicht zusammen. Also da werden wir was Gutes hinkriegen. Ja, das denke ich auch und der Gewinner darf sich schon freuen. Ich nehme das Mikro mal kurz ab und gebe es mal weiter an den Rolf. Rolf, keine Angst, das wird eine ganz freundliche Frage. Du hast nun wirklich richtig viel Ahnung, bist seit vielen, vielen Jahren auch im Casting-Geschäft unterwegs. Du wohnst in Paris hauptsächlich und bist sozusagen ja, einer der Modegötter überhaupt. Wie ist dein Eindruck der ersten sechs Designer? Also, sehr gemischt. Also, von der Skala von 1 bis 10 ist keiner noch mehr als 5 gewesen. Ja. Also einige Nullen sind, einige 2-3 Punkte haben. Ich bin absolut gegen dieses Spektakel, dieses architektonische Sache. Und ich meine, eine Frau muss sich wohlfühlen. Eine Frau muss, wenn eine Kollektion kommt, natürlich, wir haben gesagt, verkaufbar. Natürlich braucht nicht alles verkaufbar, es muss tragbar sein, es muss das gewisse etwas haben. Die Frau muss sich wohlfühlen. Die Frau muss sagen, okay, das ist eine Sache, die finde ich nicht irgendwie in einem Großkaufhaus wie H&M und Zara, aber das ist eine Sache, die ich gut kaufen kann für einen guten Preis und das ist nicht, was meine Nachbarin hat und dieses ganze Firlefanz, das haben wir 100.000 Mal gesehen und das brauchen wir nicht, vor allem als Professionelle. Vielleicht ist das eine tolle Show für andere Leute, die nichts von der Mode kennen, aber ich bin bis jetzt enttäuscht. Voilà. Ja, merci bien. So, wir haben noch